Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die mobile Version mit einem Controller spielen könnt. Ich habe es jetzt mit drei verschiedenen Controllern probiert. PS4 funktioniert, PS5 funktioniert, Xbox-Controller habe ich leider nicht. Allerdings soll dieses Video auch dazu dienen, dass wir alle, wahrscheinlich wird es viele geben, die ein Problem mit dem Controller haben, denn das Tastenlayout, da ist irgendwas noch nicht ganz fix und ich denke, wir brauchen erst ein Patch für die mobile Version, damit das alles 1A funktioniert, denn auch das Button Remapping funktioniert nicht so, wie es soll. Und deswegen, wenn da jemand eine Lösung hat, wenn ich euch das Problem jetzt hier gleich schildere, schreibt es in die Kommentare. Von mir aus können wir uns über dieses Video auch gerne auf dem Laufenden halten, wenn es da was Neues gibt. Und allgemein, wenn es da ein Patch gibt, halte ich euch natürlich auf meinem News-Kanal auf dem Laufenden. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie wir unser Handy mit dem Controller verbinden. Ganz wichtig, ich zeige euch das jetzt anhand einem PS5-Controller. Den habe ich gerade schon gekoppelt. Ich nehme jetzt einfach mal einen anderen. Wie gesagt, geht auch mit einem PS4-Controller und an einem Android-Handy. Ich gehe davon aus, dass es bei Apple und Co. nicht groß anders ist, kann ich aber nicht hundertprozentig beurteilen. Als allererstes müssen wir den Controller in den Bluetooth-Kopplungsmodus versetzen. Ganz simpel, wir drücken die PlayStation-Taste und die Share-Taste gleichzeitig und dann leuchtet hier dieser Ring um das Touchpad und dann ist er in dem Kopplungsmodus. Seht ihr das? Ich habe das jetzt ungefähr 3-4 Sekunden gedrückt gehalten. Und jetzt blinkt das hier die ganze Zeit so auf. Und jetzt ist er in dem Bluetooth-Kopplungsmodus. Und dann gehen wir in unserem Handy einfach in die... Moment, ich muss natürlich hier das so machen, dass ihr das auch seht. Ich bin ja auf meinem Handy. Ein Controller ist schon verbunden. Den deaktiviere ich jetzt einfach mal. Zack. Und suche einen neuen, und das ist der hier ganz unten. Ganz unten, ihr seht ja, neuer Wireless-Controller. Gehe ich drauf, drücke auf Koppeln. Du musst es nur noch machen. Und schon ist das Handy damit verbunden. Und leider immer noch keine Lösung gefunden, den Ton mit zu übertragen. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Ist halt so, darum soll es aber nicht gehen. Ich gehe jetzt ins freie Training. Achtung, wir können das komplette Menü nicht mit dem Controller steuern, sondern wir müssen erst eine Runde starten über das Touchpad und erst dann geht das Ganze. So, Moment, einmal laden. Und dann springen wir direkt, nee, wir machen Abbrechen, starten einfach ein Training neu. Wie gesagt, ich drücke jetzt hier irgendwas, hier passiert nichts. Wir müssen erstmal aufs Training gehen. Ich drücke auf Spielen. Und was ich schon mal geil finde in der mobilen Version, ist das Matchmaking so unfassbar schnell. Das ist der absolute Wahnsinn. Also da kann sich die Originalversion eine Scheibe von abschneiden. Absolut krass. So, na los. Und ihr seht, pass auf, ich drücke jetzt nach vorne. Zack, und der Kollege läuft sofort los. Und jetzt möchte ich euch die Problematik dahinter verraten, was das Problem ist. Das Tastenlayout, egal was ich drücke, es ist nichts da, wo es soll. Jetzt könntet ihr wahrscheinlich sagen, ich renne jetzt zum Beispiel mal, will mit X wie gewohnt springen, funktioniert nicht. Mit Kreis kann ich springen. Ich versuche jetzt mal eine Waffe aufzuheben und ihr könntet jetzt sagen, du kannst ja das Layout ändern im Spiel. Das ist alles richtig, aber auch das funktioniert nicht richtig. Moment, ich muss mal über das Touchpad hier looten. Warum zeigt denn der mir jetzt die Waffen nicht an? Achso, ich habe mich jetzt wahrscheinlich... Moment. Ich hebe jetzt einfach mal die gute Flatline auf. Also Schießen funktioniert auf R2. Das ist schon mal total toll. Aber ich kann zum Beispiel auf L2 nicht anvisieren. Bevor ich diese wichtige Info vergesse, hier noch dazwischen zu schieben, kurzer Cut, ganz wichtig, spielst du mit einem Controller, wenn es dann mal richtig funktioniert, auf der mobilen Version spielst du auch nur gegen Leute, die am Handy mit einem Controller spielen. Ihr habt quasi als Touchpad-Spieler nicht... Oder ihr lauft nicht Gefahr, dass ihr gegen Controller-Spieler zockt. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr keinen extremen Nachteil habt. Weil mit einem Controller ist es deutlich einfacher. Aber soweit ich gehört habe, soll es mit dem Controller aktuell kein Aim Assist geben. Und es ist wohl auch nicht so easy, auf dem Gegner zu bleiben. Aber genau testen konnte ich es leider noch nicht, weil es eben bei mir noch nicht astrein funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir ein Feedback da lasst. Wenn hier jemand dabei ist, bei dem das astrein funktioniert, haut es bitte in die Kommentare. Lasst uns hier gegenseitig am Ball bleiben und uns updaten, ob da irgendwie ein Trick dabei ist, damit das Button-Layout richtig eingestellt werden kann. So, weiter im Text. Anvisieren. Die Problematik hierhinter ist... Ja, was ist die Problematik? Ich weiß nicht, warum sie existiert. Ich gehe einfach mal in die Einstellung oben links. Ich mache kurz die Kamera weg, damit ihr seht, wo ich hier lang gehe. Wir gehen hier auf Controller. Zack.
Und dort seht ihr das ganz normale Standard-Button-Layout, wie es auf einem Controller eben ist. Und ihr könnt jetzt das Layout individualisieren. Ich gehe jetzt hier einfach mal drauf und zum Beispiel geht auf L2. Aim-Down-Sights nicht. Also ich müsste jetzt auf ADS gehen, zack, und drücke L2. Und es passiert aber nichts. Auf dem blauen Controller, den ich zuerst gezeigt habe, würde ich jetzt L2 oder R2 drücken. Ach, hier kommt zum Beispiel bei R2 kommt auf einmal der Share-Button als Knopf, der da aktiv ist. Und ich weiß nicht, was das Problem ist. Jedenfalls hat er hier das Inventar auf L2. Wenn ich jetzt aber Aim Down Sights drücken will und drücke L2, es passiert nichts. Bei manchen Knöpfen passiert was, bei manchen nicht. Ich gehe mal auf Inventar und möchte das mit Dreieck öffnen. Passiert auch nichts. Er aktiviert einfach im Spiel irgendwas. Deswegen, irgendwas ist hier gerade noch nicht ganz heile und ich weiß nicht, was es ist. Also das Button Remapping funktioniert leider noch nicht so. Was heißt Remapping? Oh, jetzt habe ich Aim Down Sights auf R2. Das ist schön. Jetzt ist Schießen komplett verschwunden. Auf jeden Fall ist hier irgendwas noch nicht ganz richtig. Also er zeigt im Menü die richtigen Tasten teilweise an, aber trotzdem hier X, Springen, Ducken, Kreis, ist alles überhaupt nicht korrekt. Ich drücke X, ich drücke Kreis, es passiert einfach nichts. Da ist irgendwo noch ein Fehler im System, welcher das ist. Ich hoffe, ich kann euch demnächst da auf dem Laufenden halten. Aber ansonsten ist das Koppeln, Handy, Controller extrem simpel und ich hoffe, dass das ganz flott gefixt wird. Ladies and Gentlemen, das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.